Nein! 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 Oh, ja. Zunge weg, ich furze. Nein, 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 nein! Du scheißt dich voll, aber. Ah, und die Plastiktüte verkaufen. Dann setz dich, drauf. Schleimleinwürfe! Mit Eiern auf Stahl! Heute wieder grandiose Folge GTA trotz merkwürdigen Gästen Ares und Deko. Moinsen. Hallo Muchachos, herzlichen Bon Reis, der Nüsschen ihm sein gekrault. Und haut mir bitte mal in die Kommentare. Halalala. Es gab ja, durchaus ab und zu kleine Stellen, wo so ein bisschen Hall drin war bei mir. Haut mir in die Kommentare, ja, was weg ist. Scheiße! Soundcheck, easy. Soundcheck. Warum hat Ares einen Krieger, Deko hat einen Adder und ich hab den X21? Was ist also, das für eine Map, Alter? Der Adder war voreingestellt, deswegen habe ich ihn behalten. Ja, was, warum ihr andere Fahrzeuge gewählt habt, da müssen wir nicht fragen. Weil der Adder scheiße ist. Ah, deswegen nehme ich den Krieger. Ich will nicht bitte ins Meer, hallo? Hallo, ich bin in die Meer fast. Die Meer fast. Oh, was haben wir jetzt? Ah, was haben wir? Das ist Alter, ganz klar hier der Krieger. Das ist kein Troll, sag ich mir. Ares ist eiskalt. Uri Geller, Digga. Er wusste einfach schon vorher, welche Karre hier ist. Deswegen hat er schon vorher den Krieger genommen. Was Digga, los? Dafür wird er zerlegt, dann aber er geschummelt hat. Ich hätte Tatsache keinen Krieger genommen. Das nicht? Ja, ist ja langsamer. Nee, nee. Ja, warum auch ein Krieger den für einen Wallride? Macht gar keinen Sinn. Eben. So, wo ist Ares hier, der Lachsnack? Das erste Mal wieder dabei nach dem legendären Rage Quit. Man kennt ihn. Ja, gut. Legendär war der. Wobei, es war vielleicht der legendärste legendär in Bezug früh. Auf wie schnell es war. Ja, legendär früh war der. Nein! Oh, komm ran hier. Nein! 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 Geil! Alter, wie kannst du so schlecht sein? Darf ich jetzt auch mal definieren? Okay, der war. Ja, wäre dann sogar noch legendärer. Nach 1 Minute 36 wäre schon shit, oder? Ich glaube, Deko. 1 Minute 36 Minuten, und nicht mal getrollt Minuten, worden. Nicht mal getrollt. Irgendwann, Muchachos, irgendwann. Wir brauchen ja immer noch Hallo. Irgendwie neuen Content, ne? Irgendwann I'm nach 1 Minute Flag. 30. Übrigens. Bei der Schatten unten sieht cool aus, was? Ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, was haltet ihr davon? Demnächst, ja? Ihr wisst, bei den Losers heißt demnächst in den nächsten Monaten. Nächstes halbes Jahr. Nächstes halbes Jahr. Was haltet ihr davon? GTA? Oh, ich bin so froh, dass ich meine aktualisierte Hut-Tour jetzt fertig habe, Alter. Oh. Weil ich dich gezwungen habe, vorbeigekommen bin. Was haltet ihr davon? GTA mit Lenkrad zu spielen. Dass wir GTA mit Lenkrad spielen. Einfach ich wusste, mal es musste kommen, ey. In die Kommentare rein. Hallo? GTA mit Lenkrad. Hallo. Also Wallride und... Aber das sind irgendwelche speziellen Maps, oder? Die man zocken kann damit. Ja. Man kann, glaube ich, alles zocken damit, oder? Ciao, ich habe zwar gelesen, dass Silber und noch irgendwer gerade sehr viel mit Lenkrad zocken und auch schon versuchen, normaleren Scheiß zu schaffen und auch ein bisschen was schaffen. Ich kann ja, genau. Sie können... Nein. Oh, warte. Support ist kein Mod. Ja! Sie können, glaube ich, Emshi. Sie können... Ja, da bist du ja! Beruhig dich! Ja, lass... Ey! Ey, du mieser Ey, du hast mich einfach angefasst! Alter. Ich war wie so Was eine... für angefasst, Junge? Ich war wie so ein Schniepel! Hauptsache, ich bin im Club. BTF, Alter! Dance so, Alter. Plötzlich kommt jemand von hinten, grapscht mich einfach in den Arsch und dann wunderst du dich, warum ich dir Will Smith-mäßig eine Lange, Alter. Wenn du mich so an... ...siehst, Alter. Digga, Will Smith-mäßig habe ich dir erstmal richtig eine weggeschallert, ey. Ja, hast du gesehen, Alter? Hat nicht mal geschafft, dass Chris Rock irgendwie die Knie geht oder irgendwas, ey. Der kleine Zwerg. Da hat Will Smith aber keine Liebe reingesteckt in die Schelle. Zu wenig Liebe. Ares, was sagst du dazu? Wir haben in den Kommentaren gelesen, dass wir dich gar nicht ansprechen. Doch. Gut hier. Super. Hallo. Ja, du sollst aber sagen, was du davon hältst, dass ich Marvin angefasst habe auf der Tanzfläche. Weil er sich so aufreizend angezogen hat. Das wundert mich. Eigentlich bin ich selber schuld, ne? Ja, hab ich gerade gesagt. Du bist selbst schuld, wenn du dich so anziehst. Beste Argumentation. Digga, jetzt wird's aber richtig schmutzig hier, ey. Ich krieg diese Scheiße nicht hin. Hä, wenn du die Aufmerksamkeit von den Männern nicht willst, dann zieh dich halt nicht so an. Oh mein Gott. Ganz normaler Standard-Move, Alter. Pulverfass.
Ey, ganz ehrlich, wo ich hoffe, wir wissen alle, dass du ein mieser Hund bist, wenn du ungefragt Frauen im Club anfängst. Hallo! Hallo? Rauspiepen! Ja, nein, da, für die Ansage kann das drin bleiben. Hurensohn. Hallo, warten Sie bitte, Herr Deko! Hey, Herr Deko! Warte doch! Vorgeschummelt! In Achterbahn vorgeschummelt! Weggehummelt! Vorgeschummelt, weggehummelt! Deine Oma kann Karate! Siehst du, wie ich mich vorgedrängelt habe? Was machst du jetzt, was machst du jetzt? Hast du nicht gewonnen, okay, jetzt hast du gleich gewonnen. Warte. Ja, jetzt geh ich hier hin. Digga, wie ich dich einfach fertig gemacht habe, ohne dass ich was gemacht habe. Alles war beabsichtigt. Ich hab einfach geschnipst. Ich wollte Thanos-mäßig, Digga, wer bist du eigentlich, AMK? Fahr jetzt. Mach das alles rückwärts jetzt. Oh, hi, Ares. Endlich ist er da, Alter. Krieg ich extra Punkte, weil ich das jetzt alles rückwärts mache? Hab mir echt Zeit gelassen, ne? Hallo, ich will extra Punkte. Okay, kriegst einen Gummipunkt. Wie ich den Motor von Deko schon höre. Und er ist schon wieder so ruhig. Wumm, wumm. Ja, fahr doch. Guck mal, ich tu dich mal. Ey, ich habe nichts getan, Alter. Guck, wie ich mit meinem Thanos-Handschuh geschnippt habe. Okay, da hast du wirklich nichts gemacht. Kick dich, bitteschön. Hallo, wie oft soll ich die noch wieder Lebensrettungsmaßnahmen reinkicken? Hallo, ich brauche eine lebensrettende Maßnahme. Okay, warte, ich komme sofort. Brauchst du Sauerstoff? Brauchst du Paracetamol? Was brauchst du? Aspirin? Ich brauche Sauerstoff und ganz dringend Morphium, so viel du hast. Okay, ich glaube, meine Fürze helfen da auch. Übrigens ein sehr cooler Pornoname. Zunge weg, ich furze. Muss ich auch mal wieder dran denken. Wie war das? Omas auf dem Schrottplatz? Irgendwie sowas, genau. Ah! Ja, doch, ja! Oh, Alter, richtig. Digga, ich bin einfach so ein Begatter, ey. Ich hätte nicht gedacht, dass du mir wirklich hilfst. So, ich bin einfach zärtlich, ja? Ich kann auch sehr zärtlich sein. War tatsächlich nicht schlecht. Also, von der Zärtlichkeitsstufe her würde ich sagen, 10 von 10. Hufflepuff. War sehr romantisch. Hufflepuff. Warum Hufflepuff? Weil. Hufflepuffs sind random. Doch sehr zärtlich. Ja, natürlich random, aber. Schon. Warte mal. Ravenclaw? Gryffindor ist Mut. Ravenclaw? Ravenclaw. War intelligent oder so, oder? Was können ja. die? Schlau. Und Hufflepuff ist? Ja, Hufflepuff halt. Zärtlich. Hufflepuff? Guck mal, habt ihr jetzt zärtlich kurz meinen Arsch ins Gesicht gedippt? Was ist Hufflepuff? Nee, ist mal Real Talk. Sind die irgendwie. Zärtlich, wohlwollend, treu oder sowas, oder? Ja. Ares sagt zu jedem ja. Eben gerade hat er noch romantisch gesagt. Ja. Wo hab ich. Digga, 100% sind die treu, Alter. Ja. Ich glaube, die sind treu, oder? Use Männer. Nee, ich glaube, treu sind sie nicht, Marvin. Oh, da kommt ja. Doch. Kommt da Ares. Ich dachte gerade, hier piept es. Aber das kann nicht sein, weil kein GTA-Modus an ist. Das ist in dir drin, Marvin. Ganz tief. Marvin hat einfach so eine Eieruhr in seinem Rektum stecken. So eine WLAN-Eieruhr, die dann seine Freundin immer stellen kann. Ohne Mist, ich habe mich, also auch eine sehr schöne Marktlücke, muss ich sagen, aber ich habe eiskalt. Ja. Also wir sind ja gerade dabei, unsere Startups unternehmerisch hochzufahren. Und das ist ja so semi-erfolgreich, ne? Sag ich jetzt mal so. Nope! Ey! Also das ist sehr erfolgreich. Wir arbeiten daran. Ich habe die letzten Wochen... Nein! Nicht mitgearbeitet. ...viel in Warteschlangen und Anrufen hab ich mit verbracht. Und da dachte ich, was wäre denn bitte... Ja! Was wäre denn das bitte für eine geile Marktlücke? Wenn du dir Musik kaufen kannst als... Ciao. Als Anrufton. Das heißt, du rufst mich jetzt an und dann kommt nicht Piep. Sondern kommen 50 Cent in der Club und das kann ich kaufen, wenn du sozusagen mich anrufst. Kann ich kaufen. Das heißt, das immer wenn du mich anrufst, kommt. Das nennt sich Jammersparung, klar. Ein Kumpel von mir hatte das. Nicht. Doch. Natürlich gibt's das. Wie, wo gibt's das? Ein Kumpel von mir hatte das, doch. Immer wenn er angerufen hat, lief, glaube ich, von Usher Yeah oder so. Niemals! Doch, 100 Pro. Schlag ihr nicht voll, Alter. Ja, das aber. Das ist eine kranke Marktlücke. Ey, wenn ich da anrufe, ich kann Marvin immer pleite mit seiner Marktlücke, ey. Ich meine jetzt nicht in der Warteschlange oder so, sondern. Ja, nein, ich hab Angst. Und anstatt Tut kam Usher in der Club oder irgendwie sowas. Warum gibt's das nicht mehr? So richtig geil.
Ja, das war ich aber Sparabo. Hauptsache, du führst dann so seriöse Gespräche, dein Bankberater dich an und erstmal irgendwie sixten kann einen Fotzen im Club. Bin mein Fotzen im Club. So ungefähr kam ich mir mal vor, weil ich dich angerufen habe. Okay, also ist doch keine Marke aber, mehr. Aber, ne. Shit. Es nannte sich Jamba Sparabo. Ja, shit, ey. Ich dachte nur irgendwie klingelt Marvin der Businessman, Alter. Aber Jamba Sparabo war ja so, keine Ahnung, nur diese aus vier Tönen entsprechend, oder? Nein. Doch. Der Crazy Frog war auch Jamba Sparabo. Das war nicht nur vier Töne, das war ein richtiger Song. Das war sogar einer der erfolgreichsten Songs überhaupt. Wenn nicht sogar der erfolgreichste. Ich glaube, der hat doch 100 Milliarden Klicks oder so, Digga, der Crazy Frog, Alter, ich weiß nicht mehr, aber früher war der mal Gangnam-Style auf YouTube quasi. Warum machst du das rückwärts, Aris? Weil ich mich auf diesem Scheißding gedreht habe. Digga, ich krieg's nicht mehr hin. Digga, ich bin beim letzten, Alter. Komm schon. Und ich hänge hier wie so ein... Nein! Oh, ja. Digga, bei der letzten Kugel war ich, Alter. Oh ja. Digga, das ist so dreckig, Alter. Verpiss dich, Jahres. Alter. Ey, wie geht das? Ey, wie kommt man da schmoof rüber? Jetzt mal Realtor. Kann man da einfach. Digga, das Rüberspringen ist doch richtig einfach, Alter. Ja. Warum? Richtiger Lappen, Alter, dass du hier verkackst, ey. Ja, Aris fährt dir geradeaus rüber. Keine Ahnung, was mit ihm los ist, ey. Ja, genau, Alter. Ja. Digga, wie schaffst du das? Wie kommst du das rüber? Das ist mega einfach, Alter. Ja, beim allerersten Try habe ich da verkackt, glaube ich. Und seitdem nicht mehr. Kerze? Du bist doch hier der Tube-Jump-Typ, ey. Ja, aber das ist komplett anders. So eine Halfpipe. Nein, es ist eine andere Form, aber nein. Sonst ist das Gleiche. Nein, das muss er nochmal machen. Ach, ja, dreimal musst du das machen. Ach, dreimal! Wie gesagt, ich war gerade beim letzten. Ey. Nein! Oh! Uff. Oh mein Gott, Okay, come on, baby. Oh mein Gott! So, hier habe ich gerade verkackt. Ich muss da irgendwie rüberkommen in einem. Okay, den Lachs kann ich jetzt. Ja. Ja! Nochmal? Okay. Nein, muss nochmal springen. Ja! Oh, und jetzt kann ich's schaffen, Muchachos, komm schon! Drück mal die Daumen! Ich hoffe, ich verkack's, ey. Ich fly wie ein Möwe! Mit Eiern aus Stahl! Ich hab's! Und jetzt Marvin wegrommeln hier, ey. Hallo, ey! Geil! Oh. Hast du dich eingekackt? Zweimal. So ein bisschen Stuhl in deiner Hose? Oh! Aris, wo bleibst du? Es war doch easy first try, Bruder, was heißt Stuhl eigentlich Stuhl, weil man sich früher einscheißen konnte, sich draufgesetzt hat? Haben sie sich vielleicht, wenn dann im Kolosseum das die Gladiatoren waren, dann haben sie sich eingestuhlt und haben sich draufgesetzt, weil das dann bequemer war. Deswegen heißt das Stuhl. Ja, oder das war wirklich damals so einfach der Stuhl. Ja. Sag ich ja. Oder? Was ist das für eine kranke... Das ist ein ziemlich kranker Gedankengang, Alter. Vielleicht haben wir auch einfach wieder eine Marktlücke erschaffen, oder? Genau. Das ist einfach so eine Plastik... schlechte Marktlücke, weil sie ja selber transportiert. Eine Plastiktüte, die du einfach am Po trägst. Du scheißt dich voll, aber... Ah, und die Plastiktüte verkaufen wir. Dann setz dich drauf. Lol, warte, wir müssen ihnen helfen. Hi. Los. Helikopter 197. Wir kommen, Dick! Notfall-Einsatzkommando! Das letzte Mal! Ja, komm jetzt, du Lappen! Das ist hart in die Hose! Hart in die Hose? Das könnte der Werbeslogan sein. Das könnte echt der Werbeslogan sein. Für die Stuhltüte. Jetzt war er zu verkackt, Janik! Oh, geil, ey. Ja, was macht der? Ja! Nein! Was? Ey, ohne Spaß! Nicht, ey. Das sah so aus, als würdest du verkacken wollen, Alter. Ja, ohne Mist. Richtig ohne Liebe, Alter. Ohne den Wunsch, ey. Alter Schwede. Das hast du doch niemals davor auch so gemacht. Doch. Ey, niemals. Das kannst du nicht erzählen. Ja, ist so. Digga, du hast Marvin das gemacht, als er da rumgemeckert hat. Hauptsache, er heatet einfach mit 400 km/h. Ah, unser neuer Merch ist auch am Start. Check gerne den Link in der Beschreibung aus dem Merch-Shop. Wir haben uns da nämlich zusammen mit dem hochtechnologisierten Elon Musk hingesetzt
und haben ein neues Design Elon, entworfen. Ja, Elon heißt er. Elon, ja, wir dürfen ihn Steve nennen sogar. Hingesetzt und wir haben das entworfen und wir haben dieses Fick meine Eier Design entworfen. Und da steht eigentlich auch Fick meine Eier drauf, aber zusammen mit Steve, Hashtag Elon Musk, haben wir einen Noob-Filter, Elektrowellengenerator entworfen, der jedem unserer Merch-Stücke anhängt, sodass halt es fickt meine Eier, der Schriftzug, einfach den Noob-Filter hat und man nicht jeder kann ihn lesen. Und ja, wir haben Elon das Patent geklaut für den Noob-Filter-Generator. Aber was macht er? Er war ein bisschen zu langsam. Ja, der zerstört dein über die elektromagnetischen Wellen, dein Augenlicht, sodass er halt nicht fick meine Eier steht, sondern dieses komische, was man halt schlecht lesen kann. Weißt du, normalerweise steht da ein ganz normaler Schrift, fick meine Eier drauf. Also wenn der, aber der Generator ist an und dann wird es so unkenntlich gemacht. Wenn der Noob-Filter alles Noobige rausnimmt, dann sollte Ares wahrscheinlich 3 oder 4 Pullover übereinander tragen, oder? Was? Ja, das Problem ist irgendwann, braten die elektromagnetischen Wellen dein Gehirn. Also, du musst ein bisschen aufpassen damit. Also, man sollte jetzt nicht irgendwie ein T-Shirt und 3 Hoodies tragen. Davon, Muchachos. Einfach kurzer Gesundheitshinweis auch an euch. Also, das könnte zu verbrannten Augen führen. Ja, bitte? Ich finde, wir sollten ein Cringe-O-Meter einführen. Das ist so eine Desktop-App, die im Hintergrund läuft und alles abscannt und immer, wenn es zu cringig wird, dann kommt so ein Alarm. Ja, wo war der jetzt bitte cringe? Und dann geht's richtig ab. Wo war jetzt bitte cringe? Das ist einfach nur meine Marktlücke. Das ist nur Marktlücke. Cringe-O-Meter. Okay. Finde ich geil. Also ich glaube, okay, ich habe geile Ideen. Ich finde, eigentlich muss ich sagen, meine Idee mit dem Stuhl und mit dem Noob-Filter-Wellengenerator, den wir zusammen mit Steve entwickelt haben, könnten wir schon solides, und zusammen natürlich jetzt mit deinem Cringe-O-Meter, könnten wir ein solides Businessmodell haben. Ohne Scheiß. Machen wir schon alles, keine Sorge. Machen wir. Wir sind schon fast beim nächsten Punkt. Wobei ich glaube, Marvin ist sogar schon. Ey, wie fährst du denn? Okay, Ares, Dekor trotzdem. Krass, ich bin ja mal so zur Seite rübergesprungen. Wo? Ja, bei dem Riesenrad. Von oben dann so rechts rüber. Bin da nicht runtergefahren. Ja? Ja. Weil es einfacher war. Hä? Ich hab das. Aber also, ich hab ein Problem beim Hochfahren. Was? Aber wenn man es so chillig macht, dann ist einfach. Okay. Jetzt nicht verkacken. Oh, okay. Er hat's auch. Okay, wenn ich jetzt hier noch nicht verkacke. Holla, holla! See them boys! Holla! Hallo, da bin ich. Da war auch kein Punkt. Doch, bist du. Hallo. Okay. Digga, was ist das wieder für eine Folge ist hier? Ja. Wo bist du? Noch bei den Sprüngen. Dein Ernst, Bruder? Ja. Was ist los mit dir? Du musst langsam fahren. Digga, du musst da mal ein bisschen Gefühl irgendwie walten lassen. Oh. Hat er geschafft? Ist er am letzten jetzt? Oder ist runtergefallen da? Ja, ich glaube, er hat's. Nee, noch nicht. Noch habe ich ihn nicht, ne. Er muss noch einmal Mino und musst einmal du noch springen. Einmal. Ehrlich? Oh, ja. Fuck. Alter, mit wie viel Schwung? Digga, er landet auf dem Blauen. Wie viel Glück er einfach hat. Alter. Okay, aber he did it. Oh, fein. He did it, did it. Hat er jetzt so 5 Schuss? Okay, warte, lass die auch noch warten. Der ist ja gleich da. Hier musst du übrigens langsam fahren, sonst jumpst du rüber. Nice try. Da kann ich Marvins Stimme schon zu gut abschätzen, ne? Okay, jetzt ist er bei dem Riesenrad, ne? Bist du jetzt beim Riesenrad? Also bei den Riesenrädern habe ich am Anfang irgendwie 3-4 Mal verkackt. Muss da kann sagen. Man nicht verkacken. I did it. Beim Hochfahren. Hallo, hallo! Ja, Muchachos, was haltet ihr denn von unseren Geschäftsideen bisher? Also dem Noob-Filter, elektrischen Magneten-Wellengenerator, dem Stuhl. Die Stuhltüte, nennen Sie die Stuhltüte. Wir nennen es die Stuhltüte. Und wie war nochmal unser Werbeslogan? Das irgendwas mit hart. Hose. Das ging hart, in die Hose. Hart in die Hose. Hart in die Hose. Boah, Digga, der ist so gut, Alter. Hart in die Hose passt einfach so gut dazu. Und das Cringe-O-Meter Desktop-App. Ist wie so ein Sprachdings, der die ganze Zeit aufzeichnet. Wie Alexa eigentlich.
Vielleicht gebt ihr euch ja für die Stuhltüte haben wir ja einen Werbeslogan noch für den Quinchometer und für den elektrische Störwellengenerator, den wir zusammen mit Elon Musk entwickelt haben, noch einen Werbeslogan ausdenken. Weil Elon ist auch nicht gerade der Kreativste. Okay. Fällt immer nichts ein. Okay, also, Ars ist jetzt wieder da. Wir können also weiter durchjeeten. Hallo, I'm waiting for you. Waiting for me. Waiting for you. Boah, das ist aber muy sexy, ja. Stuhlgang. Hart in die Hose. Wo bleibst du, Ares? Nicht dein Ernst. Das war so klar, Alter. Ey, es ist einfach nicht dein Ernst. Oh, Mann. Digga, ich mache das so jetzt einfach. Ja. Warum machst du sowas? Alter, oh. Und... ey, das war schon, Batman. Oh, scheiße, toll, ich warte genau vom Ziel, ey. Ist hier das Ziel? Wie, hier ist das Ziel? Weg mit dir, Lach! Hier ist das Ziel, Alter. Digga, Ares, beeil dich lieber. Ich werde ihn jetzt noch ein, zweimal wegäumeln. Hast du vielleicht noch eine Chance? Nein, nein, nein! Marvin! Du bist so ein schlechter Mensch, ey. Ey, wenn ich dich da schon so sehe, dann muss ich doch da auch ran, weißt du? Ich will jetzt warte ich auf Ares. So ein Jungle. Nein, nein! Boah! Junge, Junge, Junge. Alter Schwede. Das war gar nicht so einfach. Ich hoffe, Deko verkackt da nochmal. Jetzt muss ich mir nochmal anschauen. Eigentlich ist das so eine Sache, wo er immer verkackt. Antennen ist immer schwierig. Aber ich kann das nicht abschätzen. Ich glaube, der ist einfach. Ich muss hier, ein bisschen aufpassen und... Oh, shit, ey. Ja, weil ich zu gut bin, du. Weil ich zu gut bin, shit, Alter. Ey. Oh mein Gott, okay. Ja, ja. Oh, jetzt bist du nämlich der Gejagte, Marvin. Ja, ich merk's gerade. Ja, du bist immer noch der Gejagte, Marvin. Beeil dich. Oh, wow. Digga, bei mir hat das Ding erwischt. Ja, bei mir auch. Was, nochmal? Nein. Ja, Marvin, I'm still behind you. Waiting for me. Ja, Knusper an deiner Hose. For you. Stuhlgang ist da. Oh ja. Ah, nein, nein! Hör! Wie war ich da so schnell? Deine Mama! Ey, come on, Alter. Hallo! Scheiße! Dass ich da eiskalt so wegjodel, ne? Hua! Okay, warte, ich hol Ares noch ein. Hä, Ares vor dir? Hä, ja, ich hab sogar verkackt kurz vor Ende. Wie sollte er nicht vor mir sein? Okay, dann hol ihn mal, den Jungen. Oh, einen letzten Lachs muss er noch machen, aber der ist easy. Ares! Ja? Du hast eine nackte Frau geküsst. Ja, ab und zu mach ich sowas. Ja, dich nervös jetzt hier. Hallo, Ares, verkack! Und bye bye! Nein. Er hat es auch. Nein! Ja. Tschüss! Tja! Dass ich eiskalt hier verkackt habe, ne? Ja. Hier. 30 Sekunden Challenge mit Deko. Hier hast du verkackt? Wow! Nein! LOL, ich dachte, der ist ja anders. Oh, ey. Hashtag Clap. Also, Marc Lücke, ich kann nicht mal ein Ziegenritual machen, Alter. In die Kommentare. Unsere Ideen bewerten. Ja, Dankeschön erstmal dafür. Beschreibung abchecken. Link zu Hart in die Hose. Und zu unseren Partnern. Habt noch einen schönen Tag. Dann reingehauen. Ciao, ciao.